Eine kleine Geschichte der Entschlossenheit. Die Ehebildnisse von Martin Luther und Katharina von Bora. Das Porträt einer Frau mit klarem Blick und strenger Frisur. Wer ist diese Dame, die uns auf dem Gemälde aus dem Jahr 1529 präsentiert wird? Es handelt sich um Katharina von Bora, hier im Alter von 30 Jahren festgehalten. Sie hat zu diesem Zeitpunkt bereits ein bewegtes Leben hinter sich. 20 Jahre zuvor, 1509, war sie von ihrer Familie, verarmter Adel aus Lippendorf in Sachsen, in das Zisterzienserinnenkloster Marienthron in Nimschen gegeben worden. Es sind die Jahre vor der Reformation, in denen Katharina sich endgültig für das Leben im Kloster verpflichtet. Nicht allzu weit entfernt in Wittenberg arbeitet Martin Luther an seinen reformatorischen Ideen. 1517 werden die 95 Thesen veröffentlicht. Die Schrift Ursach und Antwort, dass Jungfrauen Klöster göttlich verlassen mögen, gelangt in Katharinas Hände. Sie ist vollends von der reformatorischen Sache überzeugt und verlässt mit 11 weiteren Nonnen am Karfreitag 1523 das Kloster. Angeblich versteckt in den Fischfässern eines Händlers. Die Flucht führt die Frauen nach Wittenberg, ins Zentrum der Reformation. Hier lernen sich Katharina und Martin Luther kennen und sie heiraten 1525. Ein Skandal! Laut Kirche würde aus der Verbindung zwischen Nonne und Mönch der Antichrist hervorgehen. Umso stärker das Bedürfnis, diese Verbindung im Bild festzuhalten. Und das über Jahre hinweg, denn unser Bild steht nicht allein. Es entstand als Gegenpart zum Porträt Martin Luthers in einer Reihe von Ehebildern, die selbstbewusst die Ehe der beiden dokumentieren. Von den kleinen Medaillons mit dem frisch getrauten Ehepaar bis hin zu dem gestandenen Ehepaar nach einigen Jahren Ehe und der Geburt der ersten Kinder. Und auch wenn Katharina im Ehediptychon auf der heraldisch schwächeren Seite dargestellt ist und im Bildausschnitt weitaus weniger präsent als ihr berühmter Mann, führte sie als starker Gegenpart das Wirtschaftsunternehmen Luther. Sie brachte nicht nur 6 Kinder zur Welt, sondern bewirtschaftete erfolgreich das zu Herberge ausgebaute Kloster, in dem sie lebten. Sie verwaltete ebenso ein Bauerngut, betrieb ein Brauhaus, pachtete einen Elbarm für die Fischzucht und nahm an den Tischreden ihres Mannes teil. Liebevoll nannte Martin Luther seine Frau »Mein Herr Käthe« und drückte damit die Anerkennung für seine Frau aus, die selbstsicher die Aufgaben eines Hausherren übernahm. Martin Luther, der berühmte Vordenker und Reformator. Katharina von Bora, die Wirtschaftsunternehmerin. Ein echtes Power-Couple ihrer Zeit, oder?